So, hier haben wir eine etwas anspruchsvollere Aufgabe, die mit dem Satz des Pythagoras zu lösen ist. Und deswegen werde ich den Ansatz dazu einmal erläutern. Ich gehe davon aus, dass alle das Video anhalten können, um in Ruhe die Aufgabenstellung zu lesen, sodass ich gleich mit der Lösung beginne und fertige zuerst eine Skizze an. Hier ist die Halmdecke. Dann zeichne ich das Seil ein, vorsichtshalber einer anderen Farbe. Ich nehme mal grün. Da kommt der Hallenboden. Und das Seil geht aber noch ein Stück weiter. Ich kenne nicht die Gesamtstrecke des Seils, das heißt also, diese Länge hier ist mir nicht bekannt und alles, was man nicht kennt, bezeichnet man fröhlicherweise erstmal mit x. Was ich hingegen weiß, ist, dass dieses Stück hier 0,5 Meter sind. Und was ich auch weiß, ist, dass wenn ich das Seil jetzt nach rechts ziehe, dass es hier so ungefähr bis hierhin geht vielleicht, hängt das Seil so ein bisschen schief. Ich verlängere auch mal den Hallenboden bis dahin. Dann berührt es so gerade eben den Hallenboden. Das heißt, ich habe hier wieder die gleiche Seillänge x. Und ich habe erkennbar ein rechtwinkliges Dreieck, das aus dieser Strecke hier besteht, aus dieser Strecke besteht und aus der Hypotenuse besteht. Diese Strecke ist gegeben hier unten, die ist 2,5 Meter nach Aufgabenstellung. Die Strecke hier ist auch gegeben, das ist x. Und diese Strecke hier ist x abzüglich der 0,5 Meter, die da unten dran sind. Und damit kann ich dann mit der Gleichung ansetzen. Nach Pythagoras ist 2,5 zum Quadrat plus die Strecke x minus 0,5 zum Quadrat, das ist die andere Kathete, gleich x Quadrat. So, eigentlich möchte ich es an dieser Stelle jetzt euch überlassen können, das Ganze zu lösen. Erfahrungsgemäß vergessen aber oft einige, dass die Klammer aufzulösen ist mit Hilfe der binomischen Formel. Und deswegen werde ich diesen Schritt nochmal kurz vorführen. Also erster Teil bleibt stehen, 2,5 zum Quadrat. Plus dann a Quadrat minus 2ab plus b Quadrat, die meisten wissen es, also hier x Quadrat minus 2 mal x mal 0,5 plus 0,5 zum Quadrat. Und die rechte Seite bleibt stehen, gleich x Quadrat. Und an der Stelle höre ich jetzt mal auf und übergebe das Ruder an euch. Ihr löst das bitte zu Ende selber.